Hallihallo, schön, dass ihr dabei seid hier bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Ja, heute machen wir mal ein paar kleine Sätze und ich hoffe, dass ihr da einigermaßen mitkommt. Ich werde es auch schön langsam machen. Hallo, einen schönen guten Morgen. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Me alegro que estéis aquí de nuevo. Me alegro que estéis aquí de nuevo. Heute sind wir am Strand. Hoy estamos en la playa. Hoy estamos en la playa. Ich mag den Strand sehr. Me encanta la playa. Me encanta la playa. Oder man kann auch sagen, me gusta mucho la playa. Me gusta mucho la playa. Heute sind wenig Wellen. Hoy hay pocas olas. Hoy hay pocas olas. So, und dann machen wir ein bisschen weiter noch mit einzelnen Wörtern. Und zwar heute, hoy, hoy, morgen, mañana, mañana, gestern, ayer, ayer, vorgestern, anteayer, anteayer, übermorgen, pasado mañana, pasado mañana. Der Tag, el día, el día. Die Woche, la semana. Der Monat, el mes. Das Jahr, el año, el año. Ich wiederhole die letzten nochmal. Der Tag, el día, die Woche, la semana, der Monat, el mes, das Jahr, el año. So, und dann schauen wir mal, und zwar ein Verb, ein neues Verb, heißen. Und zwar, das ist ein Reflexivverb im Spanischen. Die Konjugation ist folgendermaßen, ich heiße, me llamo, me llamo. Du heißt, te llamas, er, sie, es heißt, el, ella, se llama, wir heißen, nosotros nos llamamos, ihr heißt, das ist vosotros, os llamáis, und ellos, das ist, sie heißen, ellos, plural, se llaman, also zum Beispiel, como te llamas, me llamo Connie, como te llamas, me llamo Connie. So, ich glaube, das ist genug für heute. Und ich sage Tschüss, hasta luego.